Na, ich hoffe doch, YouTube meldet, dass der Stream jetzt läuft. Einen schönen Abend in die Runde. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich sehe gerade, ihr hört mich Stereo. Okay, wir probieren das nochmal. Sag mal was, Verena. Bisschen lauter. Nö, das Mikro mag dich nicht. Egal. Ja, aber es war an. So. When the music stops. Hört ihr mich nicht? Seht ihr mich nicht? Es dürfte noch gar keine Musik laufen. So, weil das Studio ist nämlich komplett, also der Streaming-Ort ist komplett umgezogen. Oh Gott. So, jetzt solltet ihr was hören. Ich bin mir nicht sicher, ob die Musik sinnvoll ist. Egal, wir schauen mal. Genau, wir sind ein anders. Verena, die ihr immer noch nicht seht, die inzwischen ein eigenes Mikrofon hat, was aber gemutet ist. Zum Beweis. Das ist das Mikrofon, also nicht Verena. Was wollte ich sagen? Ich bin verwirrt. Ja, wir haben den ganzen Tag geräumt, weil ich habe tatsächlich zum Geburtstag von Verena ein Studio bekommen. Wie formuliere ich das? Ich habe die Hoffnung, dass alles läuft. Ich hoffe, ihr hört den Dingsbums im Hintergrund nicht so laut, den Kompressor. Und wir schauen mal, ob die Verbindung funktioniert, weil das Internet ist dieses Wochenende hier mehr als grottenschlecht. Und wir schauen einfach mal. Genau, es geht los, bevor ich das nämlich vergesse und damit es zu Weihnachten noch pünktlich da ist. Ich habe ja irgendwann vor 2 Monaten gesagt, es gibt den Craven King. Das ist der, der da unten... Ah, ich muss die Kamera auch noch spiegeln, stelle ich fest. Oder? Nee, passt. Das ist der, der da unten in der Minicam ist. Den gibt es jetzt einfach mal zum Gewinnen. Wundert euch übrigens nicht, da hinten hängt ein Greenscreen. Der hat noch keine Funktion. Aber jeder, der hier schon mal war, weiß, was dahinter hängt als Vorhang. Und egal, was es ist attraktiver und schöner als dieser Vorhang. Wir machen irgendwann mal einen Uncut. Dann nehmen wir den Greenscreen mal ab. Und dann sieht man einen Vorhang, wie man ihn wahrscheinlich in den 80ern... wie man ihn Ende der 80er ausgesucht hätte, wenn es modern sein soll. Ja, ich weiß, dass der höher muss, aber tatsächlich muss gar nicht der Greenscreen höher, sondern die Kamera, also die da, muss ein Stück nach oben. Was im Moment damit zusammenhängt, die Stativkonstruktion ist jetzt schon mit abenteuerlich gut beschrieben. Es ist das erste Mal, dass wir die Sandsäcke für das Stativ tatsächlich brauchten, damit es überhaupt stehen bleibt. Es kommt einfach noch ein Stativ. Wo hängt Meire? Nein, dahinter hängt nicht Meire. Mairi. Mairi hängt in einem klaren Safe for Work, tatsächlich mein Lieblingsmotiv, als Doctor Who, wohlweislich vorausschauend, schon vor 12 Monaten, als weiblicher Doktor im Arbeitszimmer. So. Wir fangen an mit der Verlosung, würde ich sagen. Verena, ziehst du? Genau, also. Ich habe mir Mühe gemacht. An der Stelle, diese Verlosung wird Ihnen nicht... Ah, da ist ein Geist. Wird Ihnen nicht präsentiert von einem Fruchtgummi-Produzenten aus Bonn. Das sind tatsächlich die Lose. Drei nach der Schlüsselung pro, was war es, Bügel, ein Los im Monat. Pro Tisch, Bein, 2 und Monat. Platte, 3 und Monat. Gucken wir mal. Es haben schon 2 Leute gesagt, dass sie eigentlich gar nicht die Mini gewinnen wollen. Gucken wir mal. Also hier, wie ihr seht. Wir machen das live. Der Rechtsweg ist trotzdem ausgeschlossen. Waren da Gummibärchen drin? Nein, Colorado war da drin. In Colorado sind, glaube ich, auch Gummibärchen, oder? So. Möchtest du mal ziehen? So, ihr seht jetzt mal Verena vor der Kamera. So, es werden noch Wetten angenommen. Achso, wir holen erstmal die andere Mini aus der Minicam. Dann kann man die vorher nochmal groß zeigen. Und stellen dich mal in die Minicam. Weil um euch geht's nachher. Kleinen Plagegeister.
Also hier ist die Mini nochmal in groß. Kann man es halbwegs erkennen? Das ist faszinierend. Ich höre mich durch deine Lautsprecher. Was man, glaube ich, nicht erkennen kann, ist... Doch, darauf stellt er es wieder scharf. Die Platte hat sogar ein kleines Grab, aus der eine kleine... Ach, wer sie kriegt, wird sehen. So, dann wollen wir mal gucken. Könnt ihr es lesen? Was ist geschrieben? Vermutlich nicht. Der Einzige, der heute nicht da ist, weil er DSA meistert. Ja, ich würde sagen, Xilbo, wenn du das hörst, siehst, liest, was auch immer, der junge Herr ist dann bis Weihnachten bei ihm. Müssen wir noch gut verpacken. So, was ihr übrigens nicht seht, das Studio hat was ganz Tolles. Ich nehme mal was, ich weiß, dass man das nicht macht. Aber wir nehmen mal diese Kamera. Haha, die ist gar nicht lang genug. Genau, also wir können mal gerade umgucken. Da ist die EDV, also Teile der EDV. Da unten steht, also da unten drinne, kann man es erkennen, steht die Minicam. Vorhang. Olli. Deckenleuchte. Mit, kann man es erkennen, ziemlich abenteuerlicher Konstruktion an Stativen. Also wir haben ungefähr alles verbaut, was geht. Nein, wir haben noch ein paar Rohren. Und was ganz spannend ist, ist dieser Schrank. Ich musste etwas schmunzeln, als ich ihn aufmachen durfte. Jetzt sind auch mal alle Sachen in Reichweite und stehen nicht mehr auf so komischen Balken über einem, die einem dann auf den Kopf fallen. Insofern... Ich weiß, dass es nicht alle Sachen sind. Vielen lieben Dank. Was auch noch fehlt, ihr seht, ich bin ein bisschen überbelichtet. Also jetzt nicht geistig, sondern tatsächlich in Lumen. Es fehlt einfach noch ein bisschen Licht. Das werden wir aber noch nachbessern. Das war heute beim Hin- und Herschieben. Beste Position hat nicht geklappt. Ja, wenn jemand eine Dingsbums, eine Handynummer von Reinhard hat, könnt ihr ihm das glatt schreiben. Was soll das bedeuten? Ach so, damit ihr übrigens seht, was ihr gar nicht seht, weil ich habe mal wieder die falsche Kamera an. Da sind tatsächlich auch andere Namen drin. Okay. Wir haben die vorher gut geschüttelt. Wie wahrscheinlich ist es, dass du zweimal, also der war viermal drin bei 50 Karten, zweimal hintereinander den gleichen ziehst? Also hier, ihr seht, alles Mögliche unterschiedlich. Faszinierend. Herrlich. Comedy pur. Was? Ah, super. Okay. Kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Geister. Nachdem ich ja den Craven King fertig gemacht habe, habe ich mir überlegt, das sind eigentlich sehr dankbare Minis für die Airbrush. Also testen wir mal bei den anderen, wie das mit der Airbrush geht. Genau, das Los möchte sicher gehen. So. Wir nehmen zum Üben mal so einen kleinen Zwerg. Dann eigentlich ist er ein Geist. Was ziemlich doof ist. Hier fehlt was zum Zeigen. Bei den Geistern. Ist, die haben hier so eine Art Mantel, Frack, was auch immer es ist. Und hier unten eigentlich das, was man Geistkörper nennen würde. Da das mit der Airbrush eigentlich recht gut geht, würde ich euch mal zeigen, wie ich es machen würde. Nein, anders. Ich zeige euch, wie ich es mache, nicht wie ich es machen würde. Steff hat ja auch wunderbare Nighthounds gepostet. Wenn man sich hier mal die Farben anguckt. Wo haben wir es? Was schlägt einem Games Workshop vor? Wir beginnen mit Deepkin Flash, dann Nighthound Glue,
Iron nach Skin und White Scar. Tatsächlich ist es sogar sinnvoll so rum. Bedeutet tatsächlich, dass wir mit Rakat Flash anfangen würden, wenn ich es finde, da ist es. Genau, Airbrush ist auch schon bereit. So klackert das gar nicht. Weil keine Kugel drin ist. Faszinierend. Es gibt immer noch wieder Farben ohne Kugeln. Während ich hier versuche zu schütteln. Gestern kam schon das Filament an. Bin mal gespannt. Der 3D-Drucker für hier ist zugesichert als garantierte Lieferung am 5.12. Das heißt, wenn alles gut geht, gibt es Samstagabend. Das wäre die Frage, Kasicho, was machst du Samstagabend? Deine erste SMS unter Miui? Was? Ach, unter seinem Mi 10. Wenn alles gut geht und Kasicho B jetzt sagt, er hat Zeit, dann könnte es eventuell sein, dass man Samstagabend den Drucker baut. Der war nicht vorgewarnt, insofern darf der jetzt noch reagieren. Ja, Lust, einen Drucker zu bauen. Also, ich hätte auch vorher mit dir sprechen können. Das wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Er ist bis dahin da. So, dafür bin ich überhaupt nicht vorbereitet, stelle ich fest. Primer wäre ein bisschen doof. Spina ist eine gute Idee. Für die Airbrush und Verdünner. So. Hier läuft komische Musik. Stimmt. Da ist der. Nein, Gott bewahre. Das ist ja gar nicht der für die Airbrush. Das war nur in seinen Newton. Das wäre schief gegangen. Das ist der für die Airbrush. So, tatsächlich, was ich mir angewöhnt habe. Erstmal einen Tropfen Verdünner in die Airbrush. Das waren jetzt auch eher drei als einer. Was lachst du? Echt? Ich bin eigentlich nie vorbereitet. Ich bin total spontan, deswegen plane ich Sachen auch Tage im Voraus. Schmeiß den Plan 2 Minuten vor. Das kann gar nicht sein. So. An dieser Stelle, ich weiß gar nicht, wo es neulich die Diskussion gab. Ich glaube, bei Steff im Stream füllt ihr eure Farben eigentlich in Tropffläschchen. Ich glaube, ich muss das echt mal anfangen. Und völlig professionelle Pinselhalterung. Hey. Drucker hat schon mal geklappt. So. Tatsächlich muss ich mal das jetzt auch mal probieren. Mit Wasser aus dem Trockner. Das soll nämlich genauso gut gehen. Ich wüsste gar nicht, warum es nicht für Bügeleisen geeignet sein sollte. Running Gags, da sagt er was. Okay, wie Sie sehen, hochqualitative Handschuhe. Was bin ich? Ah ja. So, wir gucken mal. Doch, kommt was raus. Ich finde hier diese Farbkombination wirklich Rakat Flash. Ja. So. An der Stelle ist es total egal, wenn man übermalt. Man sollte nur Airbrush-Pistolen nicht schütteln. Also.
Heute ist aber auch... Also hier, ich weiß nicht, kann man es halbwegs erkennen? Du hast die Mini nicht vorgewarnt, die du beim Schnurrlabi. Wir sind ja auch nicht beim Miniaturproktologen hier. Bitte was? Das ist auch gut. Weil, pack mal einen Geist. Okay, Rackard Flash wird eine der Farben, die ich nicht gerne in der Airbrush haben werde. So. Es gibt eine Regie. Nein, das ist keine Regie, das ist eine... Jetzt sollte ich mir vorher überlegen, was ich weiter erzähle. So. Also wie gesagt, einfach keine Angst haben, überzusprühen. Passiert sowieso. Und das machen wir nachher alles weg. Das ist tatsächlich was, das fand ich bei dem Raven King sehr angenehm. Die Airbrush macht durchaus so Pigmentspritzer. Wie beschreibt man einen Pigmentspritzer? Wo ist der Craven King? Da ist der Craven King. Kannst du mal halten? Ich habe Farbe an der anderen Hand. Die Kamera sinnvoll. Oder warte, wir probieren das mal. Vielleicht stellt er scharf. Ja. Kann man das erkennen? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein fleckiger Übergang. Das ist genau das, was ich haben möchte bei den Geistern. Und auch hier, wenn man es erkennt im Inneren, man darf mit der ersten Schicht wirklich rumsauen. So. Tatsächlich, auch hier die Hände machen wir mal. Ja, das ist... Schnuffelhasi... Ich sollte einfach nicht auf den Chat gucken. Das verwirrt heute nur. So. Meine Meinung zu Rackard Flash ist genau dieselbe wie beim Pinsel. Die Farbe ist einfach Mist zum Verarbeiten. Was wir übrigens auch noch dringend suchen, also wer gute Ideen hat, immer her damit, ist sinnvolle Projekte für den 3D-Drucker, wenn er da ist. Also es gibt schon ein paar, die sind gesetzt. Ich muss auch mal gucken, es gab jetzt auf Kickstarter ein Crowdfunding für 3D-Gelände. Da werde ich, glaube ich, auch mitmachen. Gibt eine Mini-Mähre, ein kleines Pferd oder... Ach nein, eine Mini-Mairi. Nein, ich finde, das Original kann man an der Stelle eh nicht also toppen. Insofern lassen wir das Original einfach wie es ist. Ein Regiedrachen. Hat der Regiedrachen dann einen Klappstuhl? Tatsächlich ist mit dem Pinsel völlig legitim und weder besser noch schlechter. Na toll, der Kollege geht mal wieder komplett farblos über. Weil ganz viele Sachen kriegt man eh mit der Airbrush nicht hin. Wo die Airbrush halt gut ist, ist so gerade Verläufe. Wo die Airbrush total doof ist, ist
kleine Details. Das hatte ich ja schon gesagt. Es gibt einen Pinselhalter mit Reinigungsstation für die Pinsel. Okay, den Kollegen müssen wir aber auch mal ganz anders dann drucken, wenn der Pinseln hier. Der ist ja ganz kreativ. Also das ist schon gesetzt. Was halt noch mir völlig unklar ist, ist, was sind dann so die ersten Produkte oder Projekte, besser gesagt. Gelände steht auf jeden Fall ganz weit vorne. Aber Ideen werden gerne genommen. Das Problem bei der Mayre Mini ist, wenn ich versuche, eine Mayre Mini zu designen, sieht das wahrscheinlich eher aus wie Mayre als SpongeBob-Cosplay. Panzeranbauteile ist, also für den Panzer, der vernörgelt wird, ist schon völlig klar, dass der Tentakel und so aus dem Panzer aus dem Drucker kriegt. Aber da ich in meinem Leben noch nie 3D-Design am Rechner gemacht habe und ich finde, Kneten im Kindergarten gilt nicht, bin ich mal gespannt, was das wird. Das ist auch eine Idee. So. Ja. Wer fragt? Achso, genau. Hast du eigentlich Urlaub oder musst du im Moment arbeiten, Kasitu? Was? Ein Flügelhalter für Morty. Das ist nicht witzig. So. Wenn ich jetzt erstmal wüsste, was finite Elemente sind, dann könnte ich dir da zustimmen. Das war auch heute. Ich dachte mir, ich tue mal was für meine Allgemeinbildung. Hab ein Videomitschnitt der Uni Konstanz mir angeschaut, von der Langen Nacht der Wissenschaft, zum Thema Relativitätstheorie. Also völlig so Allgemeinbildung. Kennt jeder außer mir. Meine Frau kommt rein, hört ein paar Ausschnitte von dem, was der Professor da erzählt und sagt, ah, Zwillingsparadoxon, das ist ganz witzig. Und erklärt mir dann auch noch das, was der Professor 3 Sekunden später im Video erklärt. Und es war sogar richtig. Ich habe das noch ein paar Mal wiederholt. Das ist das Video. Genau, sie hat es noch ein paar Mal wiederholt. Sie hat den Professor einfach vorweggegriffen. So. Die haben jetzt schon mal vorgetrocknet. So, müssen wir mal kurz die Airbrush ein bisschen reinigen. Airbrush will sich schon wieder nicht mehr reinigen lassen. Also merke, beim nächsten Mal nehmen wir wieder White als Grundierung. Genau das. Wieso kennt das eigentlich außer mir hier jeder?
So. Also merke, Rackard, Flash und Airbrush ist eine doofe Idee. Hatte ich mir ja vorher schon gedacht. Wird gerade noch bestätigt, was? Für die Nicht-Eingeweihten, es gibt in dieser schönen Stadt, aus der ich komme, zwei Schulzentren. Nein, eigentlich gibt es nur eins. Es gab Verl Aspe und es gab das andere, dessen Namen wird hier nicht genannt. So. Ja, es ist gut, ich habe es verstanden. Voldemort Gesamtschule. Aprikot? Ja, leider. Ernsthaft, eure Schule war Aprikotfarben? Die war grau, dann haben wir gesagt, irgendeine neue Farbkonzeption. Hellblau, Aprikot und was weiß ich. Was ist das? Und ihr beschwert euch? Naja, egal. Ich sag da nichts zu. So. Irgendeine Verbindung ist hier undicht heute. Na, das sieht gut aus. So. Was tatsächlich erstaunlich gut in der Airbrush geht, was ich so gar nicht gedacht hätte, ist Nighthound Gloom. Farbe, die sich auch permanent trennt. Was mich wirklich wundert, weil sie ist eigentlich sehr weich. So. So. Noch ein Vorteil von der Airbrush, die Farbe ist einfach super schnell trocken. Und jetzt, was man eigentlich bei der Airbrush nicht haben will, dass die so punktet. Genau das wollen wir jetzt haben. Reicht auch ein bisschen. Also die soll wirklich so dieses unsaubere Versprühen machen. Kann man das gut erkennen? Naja, wir sind gleich mal in die Minicam. Hier auch oben ruhig ein bisschen kräftiger, wo die Übergänge sind. Und dann nach unten hin immer mal ein bisschen aus der Entfernung, dass da nur noch ein paar Tropfen abkommen. Ein paar Tropfen abkommen. Ey, ich habe ein Deutsch heute. Das kommt davon, wenn man ältere Leute 10 Stunden lang auf dem Fußballplatz jagt. So. Bei dem hier bin ich mir gerade gar nicht sicher, wo der Frack anfängt und der Rest aufhört. Gucken wir mal. Ja,
eigentlich ist das alles. Ja, wir schauen mal. Ich war ja auch beim Kiddie-Fußballspiel, aber wenn man da als Elternteil irgendwie 10 Stunden unterwegs ist, damit die Kids Fußball spielen können, ist man schon so ein bisschen durch danach. So. Das reicht auch schon wieder. Machen wir die nächste Farbe. Bisschen viel reingetan. Nein, ich war nicht der Ball. Wäre ich der Ball gewesen, hätten die Kinder keine Chance gehabt, den Ball ins Tor zu kriegen. Wer lacht hier gerade? Tatsächlich, was ich euch hier zeige, ist eigentlich die ideale Art, um ganz viel von den Nighthounds in ganz kurzer Zeit fertig zu kriegen. Aber irgendwie mag mich die Airbrush heute nicht. Also ihr seht, da kommt schon noch was raus. Wieso ist bei dir der Ausschnitt ein anderer als der, den ich sehe? Warum sehe ich gerade überhaupt kein Bild? Du sagst du Bild und ich nicht. Ich bin ein paar Sekunden vor dir. Faszinierend. Seht ihr uns noch? Kann einer was schreiben? Okay, ich ignoriere einfach mal, dass mein YouTube meint, ihr könntet mich nicht sehen. Faszinierend heute. Wir müssen das nicht verstehen. Ich glaube nicht. Nein, habe ich nicht. Habe ich aber vorgestanden, weil die sind echt schick. Also dafür, dass die eigentlich gewaschen ist. So, wir machen mal das, wozu man eigentlich keine Lust hat. Wir waschen mal gerade die Airbrush. Cool. Also das ist tatsächlich der Nachteil von diesen ganzen Technical Colors. Wenn man nicht aufpasst, leidet die Pistole ein bisschen darunter und verschmutzt ziemlich schnell. An der Stelle ist eigentlich die Pistole von Sven schon eingetroffen. Sven? Wer hat das denn so angeknallt? Weiß nicht. Mal kurz versuchen. Weiß nicht. Also heute ist aber wirklich. Ganz kleinen Moment. Was? Was mit den Heilerin? So, also wenn mich diese Airbrush gleich weiter so ärgert, dann machen wir gleich Dr. Who Minis. Doch. Ich habe das nicht so festgemacht, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht. War gerade auch etwas irritiert. Normalerweise dreht man das einfach nur mit dem Finger an.
Aber ich habe sie vor einer Woche gereinigt. Und dann in den Schrank getan. Weiß der Geier. Genau, Dr. Who finde ich auch gut. Nein, wird nicht verlost. Das fangen wir gar nicht erst an. Die war teuer genug. Die muss erst nochmal es schaffen, dass ich weiß, was ich damit tue. Tatsächlich, vorne auf der Nadel waren die Ablagerungen. Faszinierend. Gerade die Spitzenreiniger. Das goldene Ding. So. Ah. Das ist kein Döschen, das ist eine Nadel. Genau das meine ich. Vorsicht, die ist spitz. Nicht wissen, was man denn tut, kann man auch mit... Ja, stimmt. Die Infinity da... Ja doch, du hast ja Fotos von dir gezeigt. Wie ist sie? Tut sie, was sie soll? Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier kommen echt so ganz kleine Bröckchen raus. Von Burkhard Flash. Ich glaube, Kirschasyl ist die süße Variante von Kirchenasyl. So. Was? Bahn abheben. So. Jedenfalls bin ich neidisch. Wenn ich verstanden habe, was ich mit der Ultra alles machen kann, dann kommt, glaube ich, auch meine Infinity. Dahin muss die Ultra reichen. So. So, jetzt tatsächlich ist vorgeschlagen als Farbe Iron Rough Skin. Was für ein Layer jetzt eigentlich ziemlich bekloppt ist, weil es ist ja schon eigentlich eher eine Base Color. So, und die machen wir mal wirklich dünn. Wenn sich jemand fragt, was die ideale Konsistenz für Airbrush-Farben ist, wenn ihr es rausgefunden habt, ich freue mich über eure Meinung. Man hört und liest immer milchig, also bei manchen, bitte? Ja, bei manchen Farben bin mir nicht so sicher. So, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir die Fackel nicht erwischen. Und jetzt hier unten einmal ein bisschen intensiver. Jetzt passiert nämlich das, was man eigentlich nicht haben will, was wir aber gerade bewusst provozieren. Die Airbrush spuckt quasi ein bisschen Farbpunkte aus. Und
hier jetzt halt genau andersrum. Vorhin haben wir ja von oben besprüht. Machen wir langsam von unten nach oben. Kann man das halbwegs erkennen in dem Licht? Ja, doch, kann man ein bisschen. Ich hatte noch nicht. Slimy geht mit der Pistole nicht. Das habe ich probiert, das setzt alles zu. Das erkennen. Ich habe gar nichts zum drunter halten, damit er hier scharf stellt. Dann hat man schon die ersten Verläufe. So. Was jetzt hier das Problem. Okay. So, jetzt haben wir nämlich schon das Problem mit der Airbrush. Jetzt wird's zu kompliziert. So. Und zwar wird das hier gleich der Mantel. Was schlagen die denn für einen Mantel vor? Dunkles Braun. Probieren wir das mal. Vorher machen wir die mal gerade leer. Weil die Airbrush brauchen wir vielleicht gleich nochmal. Ach, gucke mal. Warte mal, wen ich komplett vergessen habe heute. Genau. So, die Airbrush ist erstmal sauber. So. Jetzt müssen wir nämlich den klassischen Pinsel bemühen. Merke, wenn man die Nasspalette auf das Notebook stellt, hat man eine wunderbar vortemperierte Nasspalette. Bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Was ich übrigens sagen muss, was mir gar nicht gefallen hat. Bitte? Was mir übrigens... ja, lassen wir das Thema. Ich habe das noch 2-3 Mal probiert mit mittlerem Erfolg, sagen wir es so. Ich bin nicht dabei, wenn man das hat. Ja. Übrigens auch was ganz Spannendes. Ich habe meine Pinselgewohnheit komplett geändert. Ich habe am Anfang mit sehr feinen Pinseln versucht zu arbeiten. War ein interessanter Schluss. Ich habe mir gedacht, feine Details, feine Pinsel. Inzwischen muss ich sagen, feine Details, großer Pinsel, aber dafür fein gezwirbelte Spitze. Das ist wie beim Schnauzbart. Oh ja. Dafür. Also, wer möchte das bei der nächsten DSA-Spielrunde, wann spielen wir eigentlich wieder? Alle Anwesenden einmal versuchen müssen, erfolgreich Töne aus einer
M-Flügelhorn. Ich dachte, wir nehmen dieses kleine Ding. Sogar noch schwer. Ja, aber wir wollen uns ja zum Affen machen. Dann wird. Oh ja, wir üben das aus einem Trinkhorn. Hallo Silber, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So. Wir probieren das jetzt mal mit diesem Halter. Alle Welt spürt ja auch diesen Halter. Haben eigentlich deine Spieler ihre Runde überlebt? Oder hast du ihnen ordentlich Geld entgenommen, das Fex so spendabel ist? Also hier, das ist jetzt ein Zweierpinsel. Und ich nutze den inzwischen für Details, wo ich vorher gedacht habe. Also unter einem 0-0er oder einem 0-0-5er, je nachdem, was für einen Hersteller man hat, geht das überhaupt nicht. Inzwischen muss ich sagen, herrlich. Namenlose oder harmlose? Namenlose. Die Frage, die sich mir dabei immer stellt, ist, wenn sich ein Kultist hier vorgestellt hat, ist er dann noch ein namenloser Kultist? Wenn ein namenloser Kultist, dann ist er immer noch Namen. Argument. Genau, ich habe übrigens mal scherzeshalber aus purer Neugierde geguckt, was so ein Raven King auf eBay kostet, wenn er bemalt ist. Also, ich bin die Hände rübergeschlagen. Ich frage mich echt, ob die Leute das bezahlen. Okay, aber wir halten schon mal fest, ein Ziel für den 3D-Drucker ist eine Mini-Mairi. Ich weiß nur nicht, für welches Jahr. Genau, das hat bei Jule gut funktioniert. Hi, ich bin der aus dem YouTube-Chat. Kann man machen. Funktioniert manchmal auch. Der auf YouTube, der auf Facebook gibt, dann Kommentare macht auch, oder? Ja, das war ja ein bisschen anders, aber ja, das funktionierte auch. Das war. Nee, das war Tokala.
Bist du Olli Dirka? Ja. Ich finde deine Facebook-Kommentare geil. Okay. Damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Genau, wo ich gerade WoW lese. Gibt es eigentlich einen Stand, was bei Orkenspalters demnächst gespielt wird? Mein Versuch mit Alpha Dias Star Citizen zu spielen war ja wenig von Erfolg gekrönt. Um nicht zu sagen, wir haben es auf sein Raumschiff geschafft. Dann habe ich es irgendwie geschafft, das Netzteil aus meinem Switch rauszukloppen. Mein Rechner ist abgestürzt und seitdem, trotz Neuinstallation, lädt Star Citizen bei mir nicht mehr. Er lädt einfach das Benutzerinterface nicht. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach nur ein schlampig abgemachte Gussnase hier. Egal, machen wir aus der Gussnase was anderes. Ja. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht, dadurch, dass ich weitestgehend Familienwochenende hatte, habe ich überhaupt keinen Überblick. ...28 für The Elder Scrolls Online. Ja gut, dann muss ich mir das mal holen. Habe ich auch noch nie gespielt. Weil ich ja auch immer noch mit mir hader, das Pathfinder zu holen. Ja, was für eine Farbe kriegt der denn? Adresse steht bei Patreon, dann packt man das ein, dann geht das übermorgen auf die Reise. Wie bald da vom Ein. So. Ach, ja. Mögen eigentlich Age of Sigmar-Geister auch so gerne Burger? Wie der berühmteste Geist der Filmgeschichte. Haben wir beide jetzt eigentlich schon Ghostbusters geguckt, den neuen? Der ist wirklich nicht schlecht mit den Frauen. Also... Ich habe noch so viel, was ich will, da ist ein Ghostbusters. Na gut. So. Ich muss passen. Das Spiel sagt mir gerade nichts. Die echten sind auch besser, aber dieser Film hat ja überhaupt nicht den Anspruch, ein ernsthaftes Remake zu sein. Also das finde ich ja immer ganz angenehm. Es gibt Filme, die versuchen krampfhaft, ernsthaft sich abzusetzen und besser zu sein als das Original. Bei dem Ghostbusters-Film muss ich sagen, also erstmal hatten sie mich schon damit gewonnen, dass alle noch lebenden Ghostbusters einen Cameo-Auftritt hatten. Dann hat dieser Film sich so selber auf die Schippe genommen, dass ich wirklich sagen muss,
Ja, war schön gemacht. Allein schon Chris Hemsworth, also Thor, als ziemlich bekloppten Telefonisten. Also sowas kann ich ja wirklich feiern als Film. Es gibt ganz viele Kategoriefilme, da haben wir unterschiedliche Ansichten. Aber auch nur, weil du immer nicht weißt, was gut ist, Schatz. So. Jumanji 2 habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Jumanji 1 war schön. An der Stelle fällt mir ein, ich muss dringend Ready Player One einpacken, weil meine Arbeitskollegin wieder gesund ist. Den kann ich ihr wiedergeben. Dann kann ich mich auch nicht mal wieder diesen Film aufregen. Ich habe beschlossen, ich streiche diesen Film einfach aus meinem Gedächtnis. Ja, irgendwo weicht Luft aus dem System. Ich muss mal gucken, irgendeine Dichtung. Ist nicht ganz sauber, würde ich sagen. Aber das wird sich finden. So. Das sieht gut aus. Gute Nacht dir. So, was ihr jetzt zum Glück nicht gesehen habt, ich habe hier ein Tuch zum Pinsel austupfen. Gucke auf den Monitor, tupfe den Pinsel aus, gucke auf den Tisch und denke mir, hat zum Glück niemand gesehen. Ah-ah. Das ist auch schon länger. Sag mal, die Tiere drauf, weil ich das gesehen hätte. Ja. Welche Farbe nehmen wir hier vorne für dieses... Was ist es? Ist es eine Borte? Ja, ich, das ist übrigens Patreon-Ziel Nummer 2. Eine ordentliche Kamera. Die Logitech-Kameras haben echte Probleme, das Bild ordentlich scharf zu stellen. Was passt gut zu Braun? Lila oder Blau? Oder Feuerrot. Silber. Dunkelgrün. Weil eigentlich... Nee, es soll so ein... Weinrot. Ja, ich überlege, was könnte man denn dafür... Das war Gold. Ja. Nein, wer auch immer das vorgeschlagen hat. So läuft das hier nicht. Nein.
Warblock Bronze. Das wäre noch eine Option. Ja, Screamer Pink hatte ich eben schon in der Hand. Und habe es wieder weggestellt. Wie sehen die denn auf der Verpackung aus? Wo haben wir denn mal einen? Auf der Verpackung ist es alles ein bisschen bronzig. Wir probieren das mal. Bin auch mal gespannt, wenn wir das mit dem Drucker halbwegs zeitnah hinkriegen und ich verstehe, was wir da tun, dann könnte es sein, dass die Patreons sogar alle passend zu Weihnachten noch was aus dem 3D-Drucker bekommen. Mag ja ehrgeizig. Also einfach kann ja jeder. Nie Frust. Für die Ausgeglichenheit in Person. Doch, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Das Problem wird ja, man muss ja eigentlich nur das Teil einmal wirklich fertig kriegen. Für den Drucker. Und dann ist es ja einfach stumpf drucken. Ja. Ja, vertue dich nicht. Übrig gebliebene Schrauben wird es, glaube ich, nicht geben. Hoffe ich. Es sei denn, es sind Ersatzschrauben dabei. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Die Musik ist alle, das ist ja doof. Muss noch mal verstehen, wie man hier so eine Endlosliste macht. Was haben wir denn heute Schönes? Merry Christmas! Nein. Das ist aber ein Kontrastprogramm. Kein Merry Christmas, aber Fear of the Dark. Ich finde, das ist sehr, sehr passend. Genau. Nightmare Before Christmas? Das stimmt. Ist auch einer der schöneren Filme. Muss auch diese Kamera nochmal ein Stück mehr nach hier biegen. In diesem Haus wird kein Wham gespielt. Das ist genau wie Helene Fischer auf der No-Playlist. Hier oben wird kein Helene Fischer gespielt. Es gibt Dinge, die... falsche Farbe. Es gibt Dinge, die verstoßen gegen alles, was Musikgeschmack ist. Und Helene Fischer ist da ganz weit vorne bei.
Beine. Ja, ohne dass sie uns um die Erlaubnis gefragt hat. So. Das sieht gut aus. Na komm, stell scharf. Warum auch? Wir stellen ihn mal gerade unten rein. Mal raus, Kollege. Na, ja, das muss alles noch ein bisschen ausgerichtet werden hier. Also ihr seht, wir haben noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial. Kann man das erkennen, dass da Bronze vorne dran ist? Eigentlich kaum, oder? Ja. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Kann in der Zeit der Kollege einmal dran, dann sieht man das auch mit den Verläufen. Weil ich die Glasplatte sieht immer doof aus. Ja, das Bronze wird noch ein bisschen rausgearbeitet, dann sieht man es besser. Handy sagt nein. Handy sagt. Also Handy sagt nichts, aber es zeigt einen an. Hä? Was ist das denn wieder für eine Logik? Ich bräuchte mal die Tröte. Und den Kachelofen. Holst du sie? Das können die nicht sehen, wenn ich so lieb. Dazu muss man sagen, Verena sitzt neben, nein, hängt neben mir. Sie spielt, also, bevor, das muss man korrigieren. Sie spielt nicht Fledermaus, sie sitzt in einem Hängesessel. Also, irgendwann gleich kommt eine Tröte. Und vielen Dank. So. Tatsächlich, ich weiß gar nicht. Wenn ihr Lettbelcher nehmt, nehmt ihr den mit viel Wasser, mit wenig Wasser? Ich habe immer das Gefühl, man kann ihn gar nicht so sehr verdünnen, dass es nicht eine coole Metallfarbe gibt. Dann sollten wir wenigstens die Tür zumachen. Sonst sind gleich alle Kinder wach. Du hast Schluck auf, weil du ein Horn holst. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja. Auch nicht schlecht.
Okay, Sven nimmt schon mal recht wenig Wasser. Ich habe immer das Gefühl, ich ersäufe mein Lettbild. Einen Moment. Also, nur nochmal, solltet ihr empfindliche Ohren haben oder einen leicht verletzlichen Musikgeschmack, ja. Danke. Ja. Musik ist alles, was mindestens ein Ton ist. Was auch immer wieder jetzt 12-Ton-Musik ist. Der Dissonant. Ah, das kann ich mit Sicherheit instinktiv. Dissonanzen kann ich. Ja, diesmal ist es auch nicht dieses Mini-Ding vom letzten Mal, diesmal ist es das richtige Horn. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich weiß, dass es eine Kakophonie ist, aber ich habe keine Ahnung, was 12-Ton ist. Genau das. Denn da keine Farbe dran gekommen eben. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe gerade eben aber auch echt blind gepinselt. Nein? So. Also, nochmal für alle. Das sieht doch aus wie eine Trompete, oder? Wenn du dein Mundstück noch weiter runterhängst, dann geht es runter. So, also wie gesagt, Trompete. Flügelhorn. Trompete. Nein, Flügelhorn. Warum? Unter dem Trichter ist ein Fütterungsbrennen. So? Hä? Okay. In welche Seite muss ich reinpusten? Und warum ist da ein Bleistift? Also seht ihr das? Da ist ein Bleistift. Nein, es ist keine Harfe. Und siehst du, Schnuffelhase sagt auch, es ist eine Trompete. Nein, sie sagt, es sieht aus wie eine Trompete. So, nein, ich zeig's dir. Aber. Kannst du den Mund schon nach oben? Ach, so rum. Das muss man mir auch einer sagen. Das war der Mittelfinger. Sag mal, wie lange floss. Aber du hast die falsche Hand genommen. Ach so. Jetzt? Hä? Wenn so? Nicht ganz. Kannst du den zweiten Finger bringen? Ah. Nein, aber dann. Genau, strecken. Also. Das ist ja einfach im Vergleich zu dem anderen. Sag ich doch, hab ich dir letztes Mal schon gesagt.
Das wird zum Glück nicht mitgeschnitten. Naja. Da passiert sogar was, wenn man drückt. Natürlich passiert das. Okay, wir lassen das jetzt. Es passiert auch was, wenn man nicht drückt und man das kann. Faszinierend. Nein, wir wollen kein GIF. Was ist denn ein Dänen-Perser? Warum ist meine Maus weg? Ach, da ist meine Maus. Ich meine seine Katze. Ach, Entschuldigung. Hat man das bis zu unten... Also, hat man das bis unten gehört, das Horn? Also, hör's doch an, du Nase. Ja, ich hatte jetzt die Befürchtung durchs Haus. Entschuldigung, ich spiele normalerweise keine Blasinstrumente. Kommen wir zurück zum Geist. Mit dem kenne ich mich aus. So. Wie kann man das erkennen? Das? Schrank? Ja. Oben oder wie? Nee. Hä? So genau. Rum. Nein. So rum. Genau. Was den Laptop an der. Nein, da der neue Patreon noch da ist, glaube ich, hat ihn das nicht verstört. Aber es hat mit Sicherheit Downvotes gegeben. Guck mal gerade. Nein, ich kann gar nicht gucken, weil mein YouTube behauptet, ich wäre offline. Immer noch. Ich muss es nicht verstehen. So. Achso, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe mal geguckt, was der, auch heute ist aber auch Themenhopping, was der, Craven King so auf eBay in der Listung hat als Preise. Also habt ihr eine Idee, für was der da gelistet ist, bemalt? Deutsch ist heute echt. Wahrscheinlich guckt jetzt die Hälfte auf eBay, was der Craven King da kostet. Ich frage mich ja immer, wenn man sich diese Preise dieser bemalten Minis anschaut, zahlt das wirklich jemand? Oder ist es einfach nur, um Preisverhandlungen in die Höhe zu drücken? So. Jetzt haben wir. So. Wir brauchen einen Shade. War Drachnov Nightshade in dem Fall. Nee, Drucci Violett. Wir nehmen Drucci. Ja. Das sind schon stolze Preise für eine Mini. Ich hatte auch einige gesehen mit ihm, die gingen hoch bis 400. Wo ich mich dann frage, das zahlt doch kein Mensch mehr, oder? Heißt das also, meine Version ist nicht Vitrinen geeignet? Nee, tatsächlich, die sie gezeigt hatten, waren auch alle... Also, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich fand, da kann er mithalten.
weil ich male schon wieder aus dem Bild. Wenn ich das mal wüsste. So. Jetzt sieht man auch mehr, dass es Bronze wird. Während das jetzt an der Stelle ein bisschen trocknet, neige ich inzwischen dazu, Shades wirklich über Nacht trocknen zu lassen. Können wir eigentlich mal. Okay. Das Holz schäden. So, und weil ich zu faul war, beim Holz sehr genau bei den Fingern zu arbeiten, nehmen wir jetzt für die Stelle der Hände tatsächlich auch Arax Earthshade. Werden wir die restlichen Sachen von dem Geist selber gar nicht schäden. Müssen wir halt gleich schön sauber machen wieder. Ah ja, und die Zähne shaden wir. Vielleicht auch noch mal ein bisschen. So. Dann noch ein bisschen Nallenöl. Das wäre es wieder gewesen. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe in meiner Sammlung Nallen Oil Gloss. Ich bin mir sicher, es hatte einen Grund, warum ich es gekauft habe. Er fällt mir noch nicht mehr ein. Nee, nicht verkauft. Es hatte wirklich Sinn. Ich wollte irgendwas ausprobieren mit glänzend. Ich weiß nur nicht mehr was. Nee. Ja doch, der Sonntag ging. Mach mal Samstag, da würde ich jetzt Protest einlegen. So. Jetzt muss der gute Junge ein bisschen trocknen. Nehmen wir noch ein bisschen Nallenöl oben für die Klinge. Geisterklingen sind ja nicht dafür bekannt, besonders sauber zu sein. So. Und dann stellen wir noch mal kurz hier unten rein. Kann man ihn erkennen? Und tatsächlich, das Bronze erkennt man wirklich nur beim passenden Lichteinfall. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Gut. Aufgrund der Uhrzeit, aufgrund dessen, dass der Kollege jetzt trocknen muss, würde ich sagen, beenden wir den Stream mit diesem wunderhübschen Bild des Craven Kings nochmal. Wir halten den mal in die Kamera.
Da ist er. Jetzt ist übrigens der Grabstein knüppelhart. Von daher, Silber, er kommt zu dir. Ich hoffe, er kriegt einen schönen Platz. Ich sag vielen Dank. Nächstes Mal ist es nicht ganz so chaotisch, weil wir dann auch mal alles für mal einen Tag auf hatten. Ja, der kommt heile an. Und von daher, genießt den Abend, guckt morgen 19 Uhr Lemner, guckt Dienstag Steff, guckt Mittwoch, keine Ahnung, guckt Donnerstag Jule. Und von daher, schönen Abend. Hier ist die Maus, was ihr gerade gar nicht seht, weil auch die passt jetzt nicht mehr auf den Tisch. Und der Stream ist aus.